Hi, ich bin der Jean-Paul, bin im dritten Lehrjahr bei Jägerausbau in Dettelbach beschäftigt. Mein Ziel war es, mit 18 seinen eigenen Führerschein zu haben. Da ist es schon gut, wenn man selbst arbeitet, verdient man sein eigenes Geld, kann das sparen. Das ist ein gutes Gefühl. Ja, ich bin der Wolfgang Madan, bin seit 35 Jahren bei der Firma Jäger. Der Trockenbau wird immer kreativer und jetzt gehört zum Trockenbau auch viel diffizile Sachen, wie mit Formteilen arbeiten, die Metalldecken zu verarbeiten. Brandschutz ist also wirklich eine hohe Facettenbreite. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so, der macht ein paar Platten an die Wand und fertig ist, sondern da mischen ja viele Gewerke mit rein. Also du hast immer mit jemandem was zu tun, mit den Maurern, mit den Elektrikern, Lampen. Und jedes Gewerk fließt eigentlich mit in den Trockenbaumonteur ein. Man muss sich mit jedem absprechen. Eigentlich muss alles miteinander funktionieren. Mein Name ist Steven Stenzel, ich bin Betriebsleiter von Jägerausbau in Dortmund. Mein Entschluss, Trockenbaumonteur zu werden, fasste ich nach einem Betriebspraktikum. Somit konnte ich in den Beruf reinschnuppern und der hat mir so gefallen, dass ich mich entschlossen habe, die Ausbildung anzutreten. Ich wurde gefördert von meinem damaligen Niederlassungsleiter, der mich dann gefragt hat, ob ich da nicht in die Bauleitung wechseln möchte, was ich natürlich dankend angenommen habe. Bei Jägerausbau wird jeder gefördert, der gefordert werden will. Wenn mich jemand fragt, warum er Trockenbaumonteur werden sollte, würde ich ihm antworten, durch die Vielfältigkeit der verschiedensten Baustellen. Wir bauen kleine Apotheken um bis zu großen Einkaufszentren. Wir haben Autohäuser, wir haben den hochwertigen Wohnungsbau, wir bauen Museen, wir sind in Fußballstadien zugegen. Das ist schon sehr abwechslungsreich. Auf jeden Fall immer sich selbst motivieren und auch immer in gewisser Weise Spaß an der Arbeit haben, weil dann ist das Ergebnis ja gleich was anderes halt. Wenn man jetzt dahinter ist und auch gewissen Ehrgeiz hat, dass man das fertig bringen will und dass das auch 100% passen soll. Wenn ich nach der Arbeit abends nochmal mit meinen Freunden auf dem Platz stehe, dann power ich mich nochmal richtig aus, sodass ich am nächsten Tag wieder fit bin für die Arbeit. Ich bin der Fabian, komme aus Krefeld und mache eine Ausbildung zum Trockenbaumonteur. Besonderer Moment für mich war, als ich nochmal eine Baustelle betreten habe und ich gesehen habe, wie meine Arbeit vollendet war. Ist schon ein bisschen stolz dabei.